Da jetzt einschaltet, dann sieht man euch, ne? Also Twitch. Ist das schlimm, wenn man euch sieht? Ja, wo sieht man euch? Auf Twitch. Ne, weil wir so viele Leute sind. Ist das? Ist das? Ne, hier vorne ist die Kamera. Aber warte mal, ich kann die ein bisschen näher machen. Dann macht sie nicht ganz so einen großen Ausschnitt. Na, ist egal. So, ich schalte sie mal ein. Achso, ich bin jetzt mit dem. Oh, jetzt sieht man die Schnecken. Hey. Wink mal. Da vorne. So, Leute, der Enrico ist da. Ich gehe jetzt live. Und dann kommt er auf Insta. Er ist aber in dem anderen Raum. So. Also ihr müsst dann eigentlich auf Insta kommen, theoretisch. So, und dann kann ich ihn hier reinnehmen. Ja, und dann labern ein bisschen. Ne? Dann spiele ich, was spiele ich denn für einen Song? Schuhschnecke am besten. Rico hat eine, ist der das? Rico 5-3. Jetzt sind 10 Zuschauer. Ich glaube, jetzt gleich haben wir ein bisschen mehr Zuschauer. Hey! Was geht? Ja. Warte mal, ihr hört ihn jetzt gar nicht, ne? Das, ach so. So, Enrico ist gerade bei mir im Tonstudio und er ist jetzt im Aufnahmeraum und zeigt das mal, genau. Ach du Scheiße, 160 Leute. So, ich mach mal ein bisschen lauter hier. Red mal ein bisschen lauter. Ja, warte mal, ich muss was umstecken. Einen Moment. So, ich hoffe, dass das jetzt geht. So, erzähl mal. Wie hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich, super. Jetzt hören die anderen dich auch. Perfekt. Wie geht's dir, Andi? Was machst du? Wie läuft das Studio? Soweit ganz gut. Ja? Dein Onkel ist ja mein bester Kumpel. Ja, ich sehe schon. Genau, und deswegen bist du jetzt heute hier ganz spontan mal zu Besuch gekommen. Genau. Und hast das Studio besucht hier. Richtig. So, für die, die mich nicht kennen, wir sind hier, Big Andy nenne ich mich. Ich habe ein eigenes Tonstudio und produziere hier Musik. Und ja, bis jetzt noch nicht so viel Rap, aber vielleicht kommt das. Wer weiß, vielleicht sogar mit Enrico, die eine oder andere Aufnahme, man weiß es nicht. Ne? Safe, zu 100%. Erzähl mal was von deiner Zeit
bei DSS. Ja, also ich darf leider nicht viel bekannt geben, aber wie ihr wisst, Leute, hatte ich heute meinen Auftritt, bin dort weitergekommen und nächste Woche geht es um viel, viel mehr als diese Woche. Warum? Es wird immer knapper zu den Live-Shows. Wer darf in die Live-Shows? Wer fliegt raus? Wer fliegt nach Hause? Wer darf auf Mykonos bleiben? Und da steigt natürlich der Druck. Ja, da sind wir natürlich alle gespannt, ob wie weit du dann kommen wirst und was da passiert. Und ja, wenn du jetzt hier rüberkommst in diesen Raum, dann hören wir dich doppelt, oder was? Ja, dann hören wir uns doppelt, dreifach. Das ist das Problem. Aber du bist hier nur auf dem Kopfhörer. Du bist nicht auf den Boxen. Ja, aber das hört man trotzdem. Ja, probier mal. Soll ich mal probieren? Ja, probier mal. Ich glaube, das wird zu laut, weil ich höre mich dann doppelt. Das ist das Problem. Ach so, ja. Das ist das Problem. Leute, an alle, die hier drin sind, einmal bitte Big Andy folgen. Ist persönlich für mich ein sehr, sehr guter Freund und ein Top-Producer. Wir sind hier gerade bei ihm im Studio. Seht ihr, Neumann-Mikrofon. Technik vom Allerfeinsten. Hat auch schon den ein oder anderen viralen Hit rausgebracht. Beziehungsweise produziert. Jawohl. Und Bennett geht's ihm. Oh, ganz viele Leute. 200 Zuschauer. Die Leute schlafen noch gar nicht, wa? Ja, die Leute schlafen. Das sind eigentlich mehr. Leute, alle mal Streamtime. Weckt eure Freunde auf. Weckt eure Mutter, Vater, Cousins, Cousin. Weckt alle auf. Und alle hier reinkommen. Die sollen alle reinkommen. Okay. DSDS gewonnen? Nee, noch nicht. Ne? Wir wissen das ja nicht. Es kommen ja noch die Shows und die Live-Shows. Ne? Richtig, kommt ja noch alles. Es entscheidet sich ja erstmal nächste Woche, komme ich weiter, komme ich nicht weiter. Und wir hoffen natürlich auf das Beste. Wir geben uns Mühe, wir geben Gas. Und ja. Ja, sehr cool. So, für die Twitch-Leute, der Enrico ist gerade auf Insta live. Und ja, er kommt jetzt gleich, wir gehen gleich wieder offline auf Insta und dann kommt er noch rüber und dann können wir hier auf Twitch bei Big Andy unterstrich. Da werden wir uns dann noch ein bisschen unterhalten und ein bisschen Musik ablaufen lassen vielleicht und so ein bisschen live dabei sein. Ne? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt offline auf Insta. Ja, Mann. Leute, und meine ganze Community einmal Andy folgen. Abchecken, wirklich wer einen guten Producer braucht, jemanden, der wirklich Ahnung hat von dem ganzen Shit, schreibt Andy gerne an, er ist, denke ich mal, bereit für Neues und recordet auch viele, viele Leute. Dankeschön. Bye, bye, ciao, ciao. Haut rein, Leute. Tschüss. Jetzt. Enrico. Ja, auf Twitch sind wir online, genau. Da komm mal in die Kamera. In Köln. Warte mal. So, das ist die Kamera. Genau. Genau. Ich kann auch ein bisschen. Nein, ich bin schon raus. Das ist immer noch ein bisschen verzögert. So Leute, wenn ihr Fragen habt hier an unseren Enrico von DSDS, eben noch im Fernsehen vor einem Millionenpublikum zu sehen, jetzt bei Big Andy. Mashallah. Scheiße. Die Scheiben hier. Da. Jetzt sind 22 Leute, sind jetzt nicht. Er war eben auf Insta mit 4 Leuten, wart ihr? Da waren 2300 Leute. Und dann hatte sein Onkel, mein bester Kumpel, hat ihn dann angerufen und dann ist er einfach vorbeigekommen und sehr, sehr schön. Sing mal Roller. Was ist denn Roller? Roller ist ein Lied von Apache. Ach so. Leider darf ich in meinen Livestreams von DSCS aus nicht viel singen. Ach so. Warte mal, die hören dich nicht, wenn du redest. Warte mal, ich müsste das.
Warte mal, ich kann dir ein Mikro geben. Muss mal eben gucken, wie wir das... Warte mal, ich bin... Der ist jetzt hier über Funk. Das ist das. Doch, du kannst hier... So. Wenn ich das aufdrehe, dann bist du zwar auch in den Boxen, aber dann... Du kannst aber auch reinreden. Ja, also sollte man mich hören. Leute, hört ihr mich? Nee, sprich einfach. Sprich doch. Hört ihr mich? Jetzt, ja. Wir hören uns selber. Ja, das ist jetzt, das läuft über die Boxen mit. So, warte mal, jetzt. Richtig professionell, Alter. So, jetzt. So, jetzt hören wir ihn auch. Guck mal, jetzt haben wir schon 30. Man hört ihn. Ja. Perfekt. Also Leute, nochmal für alle schönen Gruß. Ich bin Rico, bin DSDS-Kandidat der 18. Staffel. Und momentan befinden wir uns in der Show auf Mykonos unter der Top 18 und hoffen natürlich auf weiteren Erfolg. Und ja, heute zu Gast bei Big Andy im Studio. Oh, da kommt der erste Follower schon wieder. Ja, vielen Dank für das Followen. Ah, jetzt haben wir 34 schon. Ja, jetzt guckt mal, Leute, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was rein. Du bist auf Twitch nicht, ne? Nee, auf Twitch bin ich gar nicht aktiv. Aber wir hatten das eben im Insta gesagt. Vielleicht kann man da... Enrico, würdest du bitte später bei Insta DM schauen? Ist wichtig. Was ist denn Insta DM? Direkt Message. Also die Direktnachrichten. Leute, ich krieg ohne Ende Nachrichten, deswegen nimmt mir das nicht übel, dass ich was später antworte. Es ist sehr schwer, weil jedes Mal, wenn Anfragen kommen und dann neue Anfragen kommen, rutschen die alten nach unten. Spammt einfach und dann sehe ich es schneller. Dann siehst du es schneller. Das heißt, du die Direktnachricht, genau. Also ich krieg jetzt so, ich sag mal, so am Tag 8 Stück. Du kriegst wahrscheinlich 8.000, ne, 8.000 nicht, aber... Ja, 8.000 nicht, aber sind auf jeden Fall über 2.000. Über 2.000? Jeden Tag? Na, nicht jeden Tag, aber jetzt momentan sind es auf jeden Fall eine ganze Menge. Guck mal, Instagram zeigt ja auch nicht mehr als 99 Anfragen an, aber... Alter! Kannst mal schauen, wie viel das ist. Ich wie weiß, Anfragen? Ich zeigen darf durch Daten, aus Datenschutzgründen, aber es geht... Seitenweit runter. Aber das sind die Direktnachrichten, genau, oder was? Genau, ach so. Das sind mehr als 99 Anfragen. Und ach, die Anfragen, ja. Also, vielleicht sollte ich auch mal zu DSDS gehen, dann kriege ich auch mehr als 8 Anfragen. Ja, hoffen wir. Ach, ich, manchmal ist es gut, wenn man nicht zu fame ist. Aber, wie ist es mit den Schuhschnecken, Enrico? Mit den Schuhschnecken. Seit du so berühmt bist hier, so die Mädels. Ja klar, die Mädels. Was geht da? Schreiben viele, ne? Schreiben viele, ja. Schreiben viele, aber ich denke, jeder Musiker oder jeder, der etwas bekannter ist, hat sich da so eine goldene Regel gemacht mit Supportern oder Fans, wenn ich es mal so sagen darf, keinen näheren Kontakt einzugehen. Ach so, ja. Ne? Also klar, wenn man sich sieht, kann man quatschen, man kann miteinander chillen. Aber jetzt irgendwie auf näheren Kontakt schwer einzugehen. Wirklich sehr, sehr schwer. Aha. Schade, sagt sein Onkel. Du müsstest ein bisschen was von deinem Onkel dir abschneiden. Ist nicht so leicht. Mein Neffe hat nichts von mir ab. Andi, kannst du singen? Ich kann auch singen, ja. Wir sind im Sommer, wollen wir in die Schweiz und dann schreibt der Fabian, der kommt aus der Schweiz, der hat so eine Hütte in den Bergen. Ich soll dich mitnehmen. Gerne, lieben gerne. Ja, vielleicht, warum nicht, ne? So ein paar Tage in der Schweiz, vielleicht kann man da kreativ sein und den einen oder anderen Song oder irgendwas schreiben. Naja, so, Leute, wir müssen uns jetzt natürlich um die Mädels hier hinter uns kümmern. ihr wisst schon, was ich meine. Also wir können die jetzt nicht hier alleine lassen und hier live die ganze Nacht sein. So, ich würde sagen, wir gehen dann so langsam wieder offline. Und das war Enrico von DSDS.
Ein Applaus. Ich fühle mich wie in so einer Talkshow. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ich lasse den Stream an, aber den Ton kommt natürlich von Big Andy hier. Die Lieder, ihr kennt das Spiel und ihr könnt dann weiter schreiben und wir machen das Bild natürlich auch weg. Tschüss.